Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein junger Mann, der der Shootingstar, einer der Shootingstars der deutschen Comedy-Szene ist. Er war schon mehrfach bei uns zu Gast und ich freue mich, dass er heute wieder hier ist. Begrüßen Sie recht herzlich Ausbilder Schmidt. Morgen, ihr Luschen! Morgen! Oh, herrlich, klappt doch! Sag mal, hier riecht's nach Zivis. Uah, egal. Ich hatte letztens den Befehl von ganz oben bekommen, ich sollte mit ein paar amerikanischen Kameraden durch die Kölner Altstadt gehen, mit denen eine Führung machen. Bin ich mit den Amis durch die Stadt, hab immer wieder gerufen, das habt ihr früher alles kaputt gemacht! War denen aber total egal, nur gemeckert haben die. Wir hätten so kleine Gebäude, sie würden in 4 Wochen so ein Hochhaus hochziehen. Wie lange wir denn für den Kölner Dom gebraucht hätten? Habe ich mich umgedreht, auf den Dom geschaut und gesagt, huch, der stand gestern noch gar nicht hier. Aber zu Hause angekommen, gab es gleich wieder Ärger. Wir haben ja einen Hund, der ist schon 100 Jahre alt. Das arme Vieh kriegt kaum mehr Luft, nur noch am Hecheln. Wollte mein Sohn mit dem Hund spazieren gehen. Hab ich gesagt, ja, geh mit dem Hund in den Wald, aber denk dran, nimm den Spaten mit. Abends kam der Hund wieder mit Spaten ohne Kind, egal. Und dann bekam ich auch noch einen Anruf von meiner Oma. Da war ich verblüfft. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich noch eine Oma habe. Da wollte mich zum 100. Geburtstag einladen. Da hab ich gesagt, was soll das denn? Wir haben sie erst beim 75. gesehen. Hatte mir erzählt, dass sie krank sei, wie halt so alte Frauen sind. Da hab ich gesagt, okay, fährst du mal hin, mal gucken, ob's was zu erben, wie es ihr geht. Ich also auf nach Bitterfeld, den alten Stift zur goldenen Urne. Hab mich direkt am Eingang so ein langhaariger Zivi mit einem Zittern in der Stimme in Empfang genommen. Gut, ich finde es ja eigentlich recht passabel, was diese jungen Menschen tun. Dienst an der Waffe verweigern, alten Menschen helfen. Ich war ja auch viele Jahre. Ja, ich kann mal jeden Scheiß erzählen, oder was? Ich hab den Zivi ums Altenheim geschickt, der soll einen Schützengraben ausheben. Sich anschließend wieder bei mir melden, aber mit Hannes. Ich rein das Altenheim, ich wusste schon gar nicht mehr, wie meine Oma aussieht. Da sah ich, wie eine alte, kleine, runzelige Frau auf den Pfleger einschlug und ihn zusammengeschissen hat. Da wusste ich, das ist meine Oma. Ich kam an einem sehr denkwürdigen Tag ins Altenheim. An diesem Tag wurden alle Bewohner zusammen 2500 Jahre alt. Ich dachte, das ist ein Grund zu feiern. Eine durchzechte Nacht mit viel Schnaps und Kaffee waren am nächsten Morgen alle nur noch 1800 Jahre alt. Wenn das mal kein Jungbrunnen ist. Am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, was der Scheiß-Zivi kann, das kann ich auch. Also habe ich mich auch mal sozial engagiert. Ich habe mir zuerst die Bettlägerigen vorgeknöpft. Wir haben dringend frische Luft gebraucht. Hab sie samt Bett auf den Balkon geschoben. Gut, es hat gehagelt, war aber mal was anderes. Mittags um 12 haben sich alle Bewohner zum Mittagsschlaf hingelegt. Um 11:55 habe ich einen Feueralarm ausgelöst. Alle Bewohner am Hof antreten lassen, vorher die Gehhilfen versteckt. Gut, wir hatten keinen Spaß, aber dafür wochenlang was zu erzählen. Nachmittags habe ich mich dann noch am Spielenachmittag beteiligt, habe dort mit dem gehörlosen Stillepost gespielt, den Alzheimer-Patienten Schiffe versenken und mit den Vertriebenen habe ich Siedler gespielt. Am späten Abend wollte schon meine Oma zum Friseur fahren, aber sie hat sich geweigert, den Panzer hochzuklettern. Habe ich meine Tour Schmidt mit Herz abgebrochen, habe gesagt, Oma, ich bin weg. Wenn wir uns nicht mehr sehen, grüß mir Queen Mom. Fing die direkt an zu heulen, von wegen, sie hat keine Kohle mehr. Rentenreform wird nichts hängen bleiben. Habe ich gesagt, ihr gierigen Rentner, ihr seid ja mit nichts zufrieden. Oma, willst du meine Meinung hören? Damals den Krieg verloren und jetzt jammern. Dankeschön.
Schmidt. Dankeschön. Aus Peter Schmidt, meine Damen und Herren.